Jo, okay, nächster Part. Tja, Bürgermeisterfilm, lustig. Bla bla bla, Dämonen, sagt die was Neues? Nein, Nerv. Na Mist. Also, die haben irgendwie den Bürgermeister rausgeschmissen. Und wir haben ihn bisher noch nicht gefunden, deswegen laber ich jetzt nochmal alle an. Und gibt es hier irgendwo einen Kerl mit Zipfelmütze? Ja, Kisten, super. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Ich will einen Bürgermeister haben. Ah, ich glaube, mit dem zweiten Engel hat Aruk vorhin noch nicht geredet. Auch dieses bekloppte Licht. Also das ist echt freaky. Aber wie auch immer, ich glaube, wir müssen dann jetzt letztendlich auf die Weltkarte und irgendwo hier ein Fragezeichen. Tabriswald. Weg nach Tabris verliert nicht den Weg. Nebelglocke. Okay, das hört sich irgendwie nach einem Labyrinth an. Und das heißt, wir verziehen uns erstmal wieder. Nein! Holy shit! Bitte nicht. Okay, man kriegt es immer wieder. Dann rennen wir doch mal rein. Vor allem, da es hier einen Bierdeckel gibt. Gab es nicht mal so eine Regel in einem Labyrinth? Immer rechts gehen? Nein, das kann eigentlich nicht sein, wenn man dann zumindest hier anscheinend immer komisch laufen müsste, würde. Wie auch immer. Tja. Bisher sieht das nicht danach aus, dass es hier irgendwas Interessantes gibt. Tja. Wie auch immer, ich laufe jetzt noch ein bisschen rum und jetzt vielleicht dabei irgendeinen Schrott. Ich weiß zwar nicht, ob ihr den hören wollt, aber ist ja. Ich meine, sonst spult er einfach weiter, ne? Und dann wollen wir mal gucken. Vielleicht gibt es hier doch noch irgendwas. Bis auf diesen einen Dingsbums, Bierdeckel, was auch immer. Die ja wohl für irgendein Gewinnspiel am Ende gut sind. Ah, hier steht ein Schild. Dort, wo keine Pilze wachsen. Haha, lustig. Hier wachsen Pilze. Vielleicht da nicht, da nicht. Soll das überhaupt irgendein Rätsel oder sowas darstellen? Ki, bist du breit? Ki! Ist die blöd? Was soll das? Wo ist Ki hin? Nein! Ki! Hä? Die läuft durch Büsche durch. Was ist denn mit der los? Ist die irgendwie krumm gepolt? Da kommt sie wieder. Das ist jetzt beängstigend. Aber naja, okay. Ich glaube, das hatten wir schon mal, oder? Ja. Also. Ups, Moment. Eigentlich sieht das anders aus, dachte ich zuerst, am Anfang zumindest. Wir gehen jetzt mit dieser Nebelglocke hier raus. Ich habe keinen Bock auf Plong. Ja. Ja. Achso, muss man für beide sagen? Oder wie? Naja, wie auch immer. Ich habe keine Lust auf diesen komischen Wald. Was auch immer. Noch ein Fragezeichen, immer lieber den Wald. Der sieht nämlich schon etwas normaler aus. Das ist nämlich der Kandiswald. Und Moment, bin ich jetzt blöd? Ich dachte, ich hätte gerade irgendwas so geglitzert. Komisch. Naja. Da aber. Aha. Ein Bierdeckel.
Ich glaube, wir könnten da bestimmt am Ende richtig krass Kohle machen, wenn wir Altmetall abgeben würden. Ich meine, Metall war früher ja schon was wert. Das ist ja immer noch. Schlange? Nein, ich habe Angst vor Schlangen. Nein, habe ich nicht, aber Ki hat bestimmt Angst vor Schlangen. Da wollen wir das mal nicht zumuten. Was ist das? Nix. Sieht aus wie eine verrottete Birne oder sowas. Tja. Tut mir leid, Ki, war wohl nix. Average. Alter. Seid mal nicht so aggro. Zack. Nein. Moment. Der Schattenschritt war, glaube ich, stärker. Und ich war wieder so blöd und habe den falschen Gegner genommen. Das ist doch echt zum Kotzen. Und das reicht nicht mehr, um diese Kackviecher loszuwerden. Mal ganz davon abgesehen, dass Finn jetzt vergiftet ist. Naja, okay. Dann können wir jetzt aber wenigstens die Schlangen, bevor sie angreifen, noch fertig machen. Zack. Haha. Frisst das, du Schlange. Nein, jetzt haben die auch noch Kiefer vergiftet. Was für Arschlöcher. Damn, damn. Naja. Ich weiß es jetzt nicht. Ich hoffe, wir haben irgendein Gegengift oder so ein Kram. Beziehungsweise, dass diese Zustände, ups, nach dem Kampf wieder vorbei sind. Weil sonst werden wir mit der Zeit krepieren. Na, wie auch. Halt's Maul. Wie auch immer. Ich will nicht sterben. Bin ich noch viel zu jung für. Naja. Mann, diese Schlange ist immer noch nicht tot. Jetzt stirb. Und 10. Sieg. 2. Ja. Lustig. Also, ja, so hatte ich mir das Menü vorgestellt. Das war vorhin irgendwie ein Bug. Also ganz davon abgesehen, dass die Zustände sich nach einem Kampf wieder resetten, also wieder auf normal stehen, haben wir jetzt auch zweimal Anti-Venom gekriegt. Das ist Gegengift, Englisch, keine Ahnung, warum das jetzt nicht übersetzt wurde. Moment, so. Item. Und dann soll zumindest der Finn jetzt mal ein Heilkraut schlucken. Und jeder noch davon was. Oh, und irgendein Handy geht gerade los. Deswegen werden wir mal kurz pausieren. Ja, also entschuldigt bitte die Unterbrechung, beziehungsweise ihr werdet davon ja nichts mitbekommen, aber ich denke, ihr habt das Handy gehört. Warum wir da nicht schneller reagiert haben, liegt einfach daran, dass ich mein Handy in Reparatur habe und jetzt mit irgend so einem alten Krüppelding rumlaufe. Oh, und keine Ahnung habe, wie sich dieser bekloppte Klingelton anhört und jetzt erstmal gedacht habe, das wäre von einem anderen hier. Wie auch immer, wir laufen jetzt weiter und ich sag zu oft wie auch immer, ist auch wie auch immer egal. Und ja. Mob, Vieh, 2 Orks, Trolle, was auch immer. Lasst es uns töten. Ja. Entschuldigung. Ja. Aufs Maul geben und so weiter. Ihr kennt das ja schon. Ihr könnt weiterspulen. Ihr könnt diese komische Musik genießen, in Anführungsstrichen. Je nachdem, ob ihr sie mögt oder nicht. Ja. Und ich versuche in der Zeit diese komischen Viecher zu besiegen. Wie auch immer. Tja. Vom Aussehen her sind sie jetzt ja nicht unbedingt die tollsten. Und ich glaube, die machen krass Damage, weil ich dachte, ich hätte eigentlich Finn gerade auf 97 HP hochgeheilt. Und der krüppelt jetzt bei 47 rum. Das gefällt mir nicht. Dann nehmen wir lieber eine Technik und hauen dem einen gleich aufs Maul. Und hoffen, dass wir nicht krepieren. Und wenn wir krepieren, dann laden wir es neu. Ich meine, was soll's. Es ist nicht das rechte Leben, also. Seien wir mal froh. 18, es geht doch eigentlich. Keine Ahnung. Man merkt auch wieder, ich habe nicht gut genug aufgepasst, wie viel Damage die mir jetzt gemacht haben.
Es sind auch immer die Stellen, wo ich dann gerne mal krepiere in Spielen, wenn ich selbst nicht aufpasse. Aber bisher habe ich es ja vermieden und ja, keine Ahnung, vielleicht müsst ihr euch dran gewöhnen. Müssen wir mal schauen, ne?